liebe Freunde des Hamburger Abendblatts, heute finde ich meine Meister. Heute habe ich Schröder und Steinbrück hier. Nicht Gerhard Schröder, aber tatsächlich Peer Steinbrück. Die das weißt du doch noch gar nicht. Vollauter Rohrspatz. Sag dir doch, wer ist. Vielleicht doch Gerhard Schröder. Wenn wir Glück haben, kommt nachher noch Martin Schulz dazu. Wissen wir nicht genau. Ich sag's mal so, ich sitze hier mit einem Spießer, der sich intellektuelles Antlitz gibt. Wir möchten auch am Ende gerne die Schlagzeile lesen. Steinbrück und Schröder haben Schulz verhindert. Das wäre natürlich das erste das, Mal. Das ist das Ziel. Noch ein Satz und ich bin wirklich tot. Nein. In Hamburg wäre ja wichtig, wenn Sie jetzt versagen könnten, um mal neu in die Schlagzeilen zu kommen, das mit Schulz war eigentlich ein Fehler. Der Scholz hätte es viel besser gemacht. Sie können es ja sagen, Herr Schröder. Und Herr Steinbrück kann nicken. Oder das nicht, kann ich natürlich nicht sagen, weil ich neulich gerade mit Olaf Scholz bei Markus Lanz saß, ja, und dabei festgestellt habe, dass, ich sag mal, ein sehr sympathischer Mensch, sehr sympathisch und sicher auch sehr kompetent, aber das Charisma... Ja, es war doch abgesprochen, dass ich das sage. Ja. Geht nicht über die Elbe hinaus. Was ich muss mich von diesem Mann trennen. Absolut, natürlich. Sie müssen jetzt widersprechen. Ja. Sie müssen sagen, im nein. Im Augenblick richtet er sämtliche Führungsfiguren der SPD hin. Ja. Es bleibt nicht, nur Andrea Nahles. Hat noch nicht einen einzigen Ausfall gegen Merkel und gegen Lindner und was weiß ich gemacht. Ich sitze daneben. Das wird abgebildet womöglich mit einem Fake-Bild auch noch, wo wir uns küssen oder so. Und dann bin ich wirklich dran. Ja, dann gibt es ein Parteiausschlussverfahren, Schröder, Mensch. Ja, wollen Sie das? Nein, das, ja. Wieso gibt es eigentlich nur drei Auftritte? Ist es erstmal nur eine Probe? Willst du was gelten? Mach dich selten. Sind schon Karten verkauft? Einzelne? Gibt es noch wenige Restkarten, wie wir Journalisten gern schreiben, die Hälfte nicht verkauft ist? Wir haben dafür Sorge getragen, dass Journalisten keine Karten kriegen. Die Journalisten keine Karten? Ich glaube nicht, dass... Auf keinen Fall. Nein. Da kommen nur, also nach Hamburg kommen nur Giovanni Di Lorenzo. Die haben mich so häufig in die Pfanne gehauen, das kommt nicht mehr vor. Es kommen keine Journalisten rein. Keine Journalisten. Und SPD-Mitglieder zahlen doppelten Beitrag. Vor allem, wenn sie Willy Brandt aus beschäftigt sind, zahlen doppelten Eintrittspreis. Das wird doch, könnte man jetzt nicht... Der macht mich wirklich tot hier. Nach dem ganzen Ding. Nach dem Eklat mit Martin Schulz könnte man noch überlegen, ob man einfach Martin Schulz eine Freikarte zur Verfügung stellt. In Berlin oder Hamburg. Darauf antwortet Schröder jetzt nicht. Aber nicht... Würde? Die Frage von ihm bleibt einfach im Raum hängen und verhallt. Selbstverständlich. Ich werde ihn persönlich sogar einladen. Was machen Sie, wenn er immer nur mit Ja und Nein antwortet? Wenn er ganz böse ist auf das der Das macht Bühne. Er nicht. Macht er nicht? Dazu hat er viel zu viel zu erzählen und viel zu viele Gags, die er loswerden will. Ist doch eine Rampensau. Der würde noch niemals mit Ja oder Nein antworten. Deshalb bin ich doch nicht mit Scholz unterwegs. Scholz habe ich auch eingeladen. Zu Scholz habe ich gesagt, Herr Scholz, wollen Sie kommen? Puh, der ist ja rot angelaufen, hat erst mit zwei Minuten gar nichts gesagt. Was im Ernst, Sie haben ihn eingeladen in die Leishalle? Ich habe gesagt, aber wenn ich kommen will, als Zuschauer. Sind Sie wahnsinnig geworden? Ich habe gesagt, er soll kommen. Aber dann ist immer schon mal einer da. Er darf nur in der letzten Reihe sitzen. Habe ich gesagt. Und dann hat er gesagt, dann kommt er. Warum haben Sie eine Krawatte und Herr Steinbrück nicht? Weil Herr Steinbrück sich nicht binden kann. Nee, weil Schröder ein bisschen snobby ist. Ich bin so ein heimlicher Christian Lindner. Fan, wer das nicht zugeben kann. Lindner wäre auch witzig, oder? So gibt es irgendwelche Gäste? Wir machen ja ganz, ganz viele. Udo Lindenberg lädt erstmal Gäste ein. Gibt es Gäste in der Leistung? Nein. Nur Sie beide? Ja, natürlich. Was ist denn der Eintritt? Ein Euro. Was soll denn das? Immer Gäste einladen. Man braucht keine Gäste. Entweder man hat selber was zu sagen oder man braucht Gäste. Aber Heinz Erhardt hätten wir schon gerne gehabt. Ja, aber der hat alle abgesagt. Ich habe mal eine Heinz-Erhardt-Show gemacht, einige Jahre lang, mit drei Kollegen zusammen. Und da gab es tatsächlich Zuschauer, die sagten, wann kommt denn der Herr Erhardt jetzt? Und es stand aber groß Revue drüber und er war auch schon tot. Aber viele hatten das gar nicht mitgekriegt. Wie alt sind Sie? Sie sind ja sehr jung. Ich bin sehr, sehr jung. Sehr, sehr jung. Ich bin 17. Ehrlich gesagt, ich hätte nicht gedacht. Ja, Wahnsinn. Ich habe mich ein bisschen älter operieren lassen, weil ich dann reifer aussehe, sonst hätte mich Herr Steinbrück nicht mitgenommen. Das ist natürlich, also das heißt, Sie haben noch Ihre Karriere eigentlich erst noch vor sich. Es geht gerade erst los. Ja. Kannten Sie Schröder eigentlich, wie gesagt, bevor er dieses Buch schrieb mit Herrn Herr? Nur dem Namen nach. Ich mochte Kabarett eigentlich immer gerne, schon aus den 60er Jahren, Stachelschmarrn in München, Lachen, Schießgesellschaft. Und vor allen Dingen auch das Komödchen in Düsseldorf. Also sind Sie auch ein großer Fan von Didi Hallervorden? Ja, obwohl der mir manchmal zu klamaukig war. Ja. Ich kann nur Gutes über Dieter Hallervorden sagen. Ich spiele in seinem Theater in Berlin regelmäßig. Ja. Dieter Hallervorden ist der Da muss man was Gutes sagen, den wir in Deutschland je hatten. Ja. Das ist wie in der SPD. Herr Steinbrück würde ja auch nie irgendwas gegen Herrn Schulz sagen. Nein. So kann ich nichts gegen Herrn Hallervorden sagen. Das hat mich so ein bisschen Hallervorden ist der Schulz. Der Satz kommt viel zu spät. Das hat mich jetzt ein bisschen gewundert, dass Sie hätten ja die Lage ausnutzen können und ganz böse über den Schulz herziehen können. Sie hätten ja sagen können, die Heulsusen in der SPD, Erich Schulz, Honecker, irgend sowas. Haben Sie nicht gemacht. Warum nicht?
Ist ihm nicht eingefallen, er ist nicht so schnell. Ist nicht so schnell, ist nicht so schnell. Er braucht nur ein bisschen Zeit. Er braucht nur ein bisschen, tut immer so Helmut Schmidt, er muss immer so lange nachdenken und dann kann er nicht lästern. Lästern ist nicht sein Ding. Er ist überhaupt so rhetorisch, er ist nicht so ein Freund auch von. Aber Herr Schröder, Sie können das sagen, natürlich ist Martin Schulz ein viel besserer Kanzlerkandidat, als es Peer Steinbrück jemals gewesen wäre. Dem stimme ich sofort zu. Oder? Ich muss mich da enthalten. Wenn es einen gibt, der Angela Merkel schlagen kann, ist es Olaf Scholz. Martin Schulz. Wenn es einen gibt, der Angela Merkel schlagen kann, dann ist es Joachim Sauer, aber da will ich nicht weiter drauf eingehen. Das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort. Das war übrigens sehr doppeldeutig. Ja, stellen Sie sich vor, den hat er gerafft. Ich glaube, es könnte vielleicht... Der Satz richtet sich hin bei allen Frauen dieser Republik, das ist ja fast wie das Bunte-Interview. Ich nehme den Satz hiermit zurück. Ja. Machen Sie ein Bunte-Interview gemeinsam? Nein. Warum nicht? Ja, als Ehemann und Ehefrau. Ja, stimmt, nur wer ist wer. Ja, aber ich werde immer sagen, Sie seien nicht auf der Höhe, ne? Genau, Sie sind der Mann, ich bin die Frau. Ich mache es ein bisschen türkisch. Aber ist das denn mit dem 17-Jährigen? Mit dem 17-Jährigen ist das nicht auch an der Grenze? Denken Sie mal an Christian van Böttcher. Ja, ja, aber es ist Kinderarbeit bei ihm. Ja, absolut. Christian van Böttcher, wer kennt den denn noch? Ich? Na, mein Gott, aber immerhin. Die Leser doch nicht. Wir müssen an die Leser denken, Helmut Markwort gesagt. Das gilt auch für das Hamburger Abend. Aber Sie haben vorher gesagt, bitte keinen Satz über Martin Schulz. Ich habe, glaube, wir haben über Martin Schulz nicht geredet, oder? Noch? Mehrfach. Mehrfach. Muss ich alles rausstreichen oder ich muss Schröder bitten, das rauszustreichen. Das Gute ist ja bei so einem Videoaufnahme, was Sie nicht gewusst haben, eine Videoaufnahme ist halt eine Videoaufnahme, die ist relativ schwer zu autorisieren. Wir haben unsere Leute, die nehmen die gleich mit. Okay. Ja, Sie das heute Abend noch einstellen ins Fernsehen, dann habe ich einen guten Medienanwalt. Ja. Schöner Scherz am Ende. Ich glaube, wir kommen zu Ende. Wir müssen ja mal über die Freikarten. Ich würde gerne 50 Freikarten haben, wenn 50? Das geht. Aber mach jetzt erstmal aus. Ja, machen wir jetzt erstmal aus. Machen wir gleich. Machen wir so. Liebe Freunde des Hamburger Abends, vielen Dank. Sehr schön. Freikarten 50.